Ich glaube, dass wir tolle Trainingsplätze haben. Also das Training, für das Training natürlich alles vorbereitet ist immer wieder. Und dann natürlich auch vom Hotel her gut, mit gutem Essen und allem drum und dran. Es ist alles in allem ist ein gelungenes Trainingslager. Man hört es auch von allen Seiten, auch von euch, von den Medien, aber auch von den Spielern. Und das zeigt ja, dass wir in der Vorbereitung vieles richtig gemacht haben, um ein gutes Trainingslager zu machen, um eben einfach auch wieder klasse in die Rückrunde zu starten. Ich denke schon, weil eben einfach viele, viele Dinge dafür sprechen, auch sag ich mal, viele Gespräche geführt werden, auch zwischen Trainern und Spielern. Das ist, wenn man zu Hause bleibt, eben einfach sehr, sehr schwierig umsetzbar. Du hast hier natürlich überragende Trainingsbedingungen, auch ein ideales Klima, um dich optimal vorzubereiten für die Rückrunde. Und ich denke schon, dass es ein Schlüssel dahingehend auch sein kann, dass wir gegen Berlin gleich zeigen und 3 Punkte holen. Das ist natürlich ein Spieler, an dem man hochschauen kann. Also ich kenne Mario Gomez von 2004, 2005, da war ich Co-Trainer, und Matthias Sammer, da kam er gerade aus der Jugend hoch. Aber da hat man auch schon gemerkt, dass er ein sehr bulliger und sehr, sehr guter Spieler ist und dass er seinen Weg machen wird. Er ist für die Mannschaft natürlich extrem wichtig. Das hat man gestern auch auf dem Platz gesehen. Nicht nur durch das, wie er spielt, sondern eben einfach auch durch seine Präsenz in der Unterstützung für die jungen Spieler, um eben letztendlich die jungen Spieler auch wieder weiterzubringen. Er ist natürlich ein total erfahrener Spieler mit wahnsinnig vielen Toren, die er, also letzte Saison 20 Tore gemacht. Ja, diese Saison ist vielleicht nicht so rund gelaufen, aber es reicht mir ja auch, er muss ja für Wolfsburg keins getroffen haben. Es reicht uns ja, wenn er für der VfB in der Rückrunde 10, 12, 13 Mal trifft, dann ist es wieder ein Schritt dorthin, wo wir hinwollen.